Der türkische Präsident Erdogan greift seinen französischen Amtskollegen Macron wegen dessen Islamäußerungen an. Angesichts rapide steigender Zahlen von Infektionen mit dem Coronavirus sind vielerorts in Europa neue Auflagen in Kraft getreten. Eine Woche vor der US-Präsidentenwahl zementiert die Berufung von Amy Coney Barrett die konservative Mehrheit im obersten Gericht des Landes. In mehreren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie in Teilen Nordafrikas haben Muslime gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron demonstriert. Macron hatte bei einer Trauerfeier für den ermordeten Lehrer Samuel Paty unter anderem dessen Vorgehen verteidigt, in einer Schulstunde zum Thema Meinungsfreiheit umstrittene Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed gezeigt zu haben. Der französische Präsident sollte wissen: Mischen Sie sich nicht in unsere Religion ein, beleidigen Sie nicht unsere Religion. Wir achten jede Religion und alle Propheten, auch Jesus. Wir achten alle und wir wollen nicht, dass er in einer Art und Weise handelt, die Muslime beleidigt. Macron hatte in seiner Rede unter anderem gesagt, Paty sei Opfer der tödlichen Verschwörung von Dummheit, Lügen, Verquickung, Hass auf den anderen und Hass auf das, was Frankreich sei, geworden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief seine Landsleute auf, keine französischen Waren zu kaufen. Er sagte, muslimische Einrichtungen in Europa seien fast täglich Angriffen von Rassisten und faschistischen Gruppierungen ausgesetzt. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten warnte vor einer Provokationsspirale. Thank you, Nawab. I pass the floor. Wenn es weiterhin Spannungen durch Provokationen gegen die Europäische Union oder ein Mitglied der Europäischen Union gibt, dann werden wir darüber nachdenken, wie wir mit solchen Maßnahmen und Stellungnahmen umgehen werden. Anfang des Monats hatte Macron gesagt, der Islam befinde sich weltweit in einer Krise. Erdogan rief europäische Politiker auf den französischen Präsidenten einzuwirken, der den Hass gegen den Islam in Europa anführe, so der türkische Präsident. Erdogan empfahl seinem französischen Amtskollegen, seine psychische Gesundheit überprüfen zu lassen. Angesichts rapide steigender Zahlen von Infektionen mit dem Coronavirus sind vielerorts in Europa neue Auflagen in Kraft getreten. Gleich mehrere EU-Staaten haben Rekordwerte bei der Anzahl der Neuinfektionen gemeldet. Slowenien schränkt die Bewegungsfreiheit seiner Bürger weiter ein. Bürger dürfen die eigene Gemeinde ohne triftigen Grund nicht mehr verlassen. Die Regelung gilt zunächst für 7 Tage. Seit einer Woche gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr. Seit dem Wochenende sind Geschäfte, außer etwa Lebensmittelläden und Hotels, geschlossen. In der Tschechischen Republik wird eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Die Tschechen dürfen ihre Wohnung von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nicht verlassen. Außerdem werden die Öffnungszeiten eingeschränkt. Sonntags dürfen die Geschäfte überhaupt nicht mehr öffnen. Werktags müssen sie bis 20 Uhr schließen. In der Slowakei sind am Wochenende bereits mehr als 140.000 Menschen in den am stärksten infizierten Gebieten des Landes getestet worden. An den beiden kommenden Wochenenden will die slowakische Regierung fast die gesamte Bevölkerung des Landes auf das Coronavirus testen. Der nationale Corona-Krisenstab hat den Plan abgesegnet. Ungarn vermeldet dramatische Zahlen. Nach den aktuellen Daten der Gesundheitsbehörde sind innerhalb von 24 Stunden 63 Menschen, meist ältere, chronisch kranke Patienten verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 1.535. Mehr als 63.000 Personen haben sich in Ungarn bisher mit dem Coronavirus infiziert. In nur einem Monat hat US-Präsident Donald Trump seine Kandidatin ins oberste Gericht durchgebracht. Mit Amy Coney Barrett haben die Konservativen im Supreme Court eine dominierende Mehrheit. Dazu Patty Murray, demokratische Senatorin für Washington, und die republikanische Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee. Wir wissen, dass ein Teil der Frustration aus der Tatsache hervorgeht, dass Richterin Barrett sich nicht unterordnen würde. Sie würde sich nicht den Frauenrechten unterwerfen, von denen die Linken denken, dass sich eine Frau dieser Agenda unterordnen muss, um als vollwertige Frau anerkannt zu werden.
Wir sollten nicht über eine Ernennung auf Lebenszeit abstimmen, während das amerikanische Volk selbst gerade abstimmt und uns sagt, wie die Zukunft dieses Landes aussehen soll. Anstatt mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, um ernsthafte Erleichterungen zu schaffen, weigern sich die Republikaner, etwas anderes zu tun, als eine Gegnerin der Gesundheitsreform an den obersten Gerichtshof zu drängen. Amy Coney Barrett tritt seit Jahrzehnten als überzeugte Katholikin in Erscheinung. Sie gilt als klare Gegnerin der Abtreibung, was sie zu einer Favoritin für erzkonservative Kreise macht. Es ist an der Zeit, dass wir die Abtreibung abschaffen. Das ist Mord. Abtreibung ist Mord. Wir müssen sie jetzt loswerden. Ich finde es wirklich schade, nicht weil ich persönlich mit ihrer Politik nicht einverstanden bin, sondern weil der Nominierungsprozess sehr politisiert war und ich denke, das schadet der Glaubwürdigkeit des obersten Gerichtshofs. Die 48-jährige Amy Coney Barrett ist verheiratet und hat 7 Kinder. Mit ihr bekommen die Konservativen am obersten Gericht die dominierende Mehrheit von 6 der 9 Sitze. Die USA und Indien haben eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen ein Verteidigungsabkommen zum Austausch von Satellitendaten zu Militärzwecken abgeschlossen. Das ist das Ergebnis eines Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo und US-Verteidigungsminister Mark Esper in Neu-Delhi. Auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte und Interessen treten wir Schulter an Schulter für einen freien und offenen Indo-Pazifik für alle ein. Insbesondere angesichts der zunehmenden Aggression und der destabilisierenden Aktivitäten Chinas. Mit dem Abkommen gewähren die USA Indien Zugang zu GPS-Daten für einen präziseren Einsatz von Raketen und Drohnen, die Indien aus den USA erworben hat. Angesichts des Erstarkens Chinas in der Region arbeiten Indien und die USA in Verteidigungsangelegenheiten stärker zusammen. Congratulations, Mr. President. America first. Donald Trump hat vom Beginn seiner Präsidentschaft an eine härtere Linie gegenüber Feinden der USA eingeschlagen. Das spiegelte sich unter anderem in seinem Twitter-Austausch mit Nordkoreas Machthaber wider. Doch mit einer Kehrtwendung, die die Welt erstaunte, wurde aus der kriegerischen Rhetorik bald eine historische Annäherung. Der US-Präsident traf 3-mal mit Kim Jong-un zusammen. Ein diplomatischer Vorstoß, den Joe Biden nicht fortsetzen dürfte, denn anstatt nuklearer Abrüstung gab es bisher nur warme Worte. Ich denke, unsere Beziehung zu Nordkorea und zur koreanischen Halbinsel wird eine ganz andere Situation sein als in der Vergangenheit. Wir wollen beide etwas tun. Wir werden beide etwas tun. Und wir haben ein ganz besonderes Band entwickelt. Im Gegensatz dazu haben die Beziehungen der USA zu China unter Trump den tiefsten Stand seit Jahrzehnten erreicht, geprägt von einem Handelsstreit. Trumps Schuldzuweisungen an China für Amerikas Coronavirus-Situation haben die Spannungen verschärft. Die Handelsgespräche sind eingefroren. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat will weiterhin Druck auf Peking ausüben, aber durch einen multilateralen Ansatz unter Einbeziehung der US-Verbündeten. Aber in ihrer Haltung zu Russland unterscheiden sich die beiden Männer vielleicht am stärksten. Trump kritisierte zeitweise Präsident Wladimir Putin nur verhalten. Biden signalisierte, er werde Moskau gegenüber eine viel entschiedenere Haltung einnehmen. Tatsache ist, dass ich Putin die Stirn geboten und ihm klargemacht habe, dass ich seine Tricks nicht schlucken werde. Trump ist Putins Schoßhündchen. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass Biden eine der wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen der Trump-Präsidentschaft rückgängig machen wird, nämlich die Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Mit Biden würden sich wahrscheinlich die Beziehungen Amerikas zu seinen Verbündeten normalisieren. Letzten Endes sind für den durchschnittlichen US-Wähler die Außenbeziehungen der USA selten eine Wahlpriorität, umso mehr inmitten der aktuellen beispiellosen Gesundheits- und Wirtschaftskrise im eigenen Land. Polizisten in der Stadt Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania haben einen 27-jährigen Schwarzen erschossen. Der Mann war nach Angaben der Behörden mit einem Messer bewaffnet und habe dieses trotz mehrfacher Aufforderungen nicht fallen lassen. Der Verdächtige habe sich auf die Polizisten zubewegt, woraufhin 2 Beamte mehrfach auf ihn gefeuert hätten. Die Polizei war wegen eines Berichts über einen Vorfall häuslicher Gewalt, der sich auf das spätere Opfer bezog, zu dem Ort im Westen Philadelphias gekommen. Ben Crump, ein Anwalt, der Opfer von Polizeigewalt vertritt, teilte auf Twitter mit, die Polizei feuerte über 10 Mal auf ihn, obwohl er mindestens 3 Meter von ihnen entfernt war.
Nach dem Vorfall kam es zu Ausschreitungen. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt. Es kam zu Festnahmen. Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Heute Abend auf Euronews. Als wir entdeckten, dass moldauische Behörden Milliarden von der moldauischen Bevölkerung gestohlen hatten, dachten wir, dass es an der Zeit sei, in der Politik Moldawiens aufzuräumen. Die ehemalige moldauische Ministerpräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Maia Sandu ist mein Gast in The Global Conversation auf Euronews und euronews.com. Die Spannungen zwischen der Türkei und der EU haben einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem der türkische Präsident Erdogan seinen französischen Kollegen Macron persönlich beleidigt hatte. Dieser Schlagabtausch schüttete weiteres Öl auf das Feuer in den Beziehungen, die durch die illegalen türkischen Aktivitäten im östlichen Mittelmeer bereits angeheizt sind. Brüssel hatte die Türkei vergeblich vor einer Eskalierung gewarnt. Die Türkei ist der fünftgrößte Handelspartner und Exportmarkt der EU. Umgekehrt ist die EU für die Türkei die wichtigste Import- und Exportquelle sowie der wichtigste Investor. Die meisten Ausfuhren in die Türkei stammen aus Deutschland, Italien und den Niederlanden. Aus Deutschland stammen 21 Milliarden Euro, aus Italien 8 und aus den Niederlanden 6 Milliarden Euro. Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung will der Fraktionschef der Christdemokraten im Europäischen Parlament mit der Türkei Tacheles reden. It's not a Greek issue, it's not the Cyprus issue, and it's not a French issue. It is an European issue, which is on the table. And that's why. Dies sei kein griechisches Problem oder ein zyprisches, sondern ein europäisches, sagt Manfred Weber. Und deswegen muss man auf die jüngsten Angriffe Erdogans gemeinsam reagieren. Wenn Erdogan einen Boykott französischer Waren ausrufe, dann berühre das die Zollunion zwischen der Türkei und der EU, die den freien Zugang zum türkischen Markt garantiere. Erdogan könne nicht einzelne Produkte herauspicken und sie mit einer Strafe belegen. Deswegen müsse der nächste EU-Gipfel die aktuelle Zollunion reorganisieren. Doch die EU spricht in Sachen Türkei bislang nicht mit einer Stimme. Denn die Mitgliedstaaten haben hier unterschiedliche Interessen, nicht nur beim Handel, sondern auch bei der Kreditwirtschaft und beim Waffenverkauf. So hat Griechenland, Deutschland, Spanien und Italien gebeten, alle an die Türkei vergebenen Lizenzen zu stoppen. Das Argument, sie könnten gegen einzelne EU-Staaten gerichtet werden. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Die wichtigsten Waffenlieferanten aus der EU für die Türkei sind Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland. Frankreich hat indes seit 2019 ein Embargo in Kraft. Andere Mitgliedstaaten sehen in der Türkei vor allem einen strategischen Partner in Sachen Immigrationspolitik. Erdogan spiele mit Europa, deswegen muss jetzt gehandelt werden, allein schon der Glaubwürdigkeit wegen. Worte reichten nicht länger aus und Europa müsse seine wirtschaftliche Macht nutzen. Die EU sei wichtiger für die Türkei als die Türkei für die EU. Die Spitzen der EU haben Erdogan die Möglichkeit einer breiten Zusammenarbeit gegeben, doch scheinen Sanktionen im Dezember alles andere als ausgeschlossen. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps.
Der türkische Präsident Erdogan greift seinen französischen Amtskollegen Macron wegen dessen Islamäußerungen an. Milliarden gegen die Krise. Erste Corona-Sozialbonds im Börsenhandel. In mehreren polnischen Städten haben erneut Tausende gegen die Verschärfung des Abtreibungsverbots demonstriert. In mehreren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie in Teilen Nordafrikas haben Muslime gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron demonstriert. Macron hatte bei einer Trauerfeier für den ermordeten Lehrer Samuel Paty unter anderem dessen Vorgehen verteidigt, in einer Schulstunde zum Thema Meinungsfreiheit umstrittene Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed gezeigt zu haben. Der französische Präsident sollte wissen: Mischen Sie sich nicht in unsere Religion ein, beleidigen Sie nicht unsere Religion. Wir achten jede Religion und alle Propheten, auch Jesus. Wir achten alle und wir wollen nicht, dass er in einer Art und Weise handelt, die Muslime beleidigt. Macron hatte in seiner Rede unter anderem gesagt, Paty sei Opfer der tödlichen Verschwörung von Dummheit, Lügen, Verquickung, Hass auf den anderen und Hass auf das, was Frankreich sei, geworden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief seine Landsleute auf, keine französischen Waren zu kaufen. Er sagte, muslimische Einrichtungen in Europa seien fast täglich Angriffen von Rassisten und faschistischen Gruppierungen ausgesetzt. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten warnte vor einer Provokationsspirale. Thank you, now I pass the floor. Wenn es weiterhin Spannungen durch Provokationen gegen die Europäische Union oder ein Mitglied der Europäischen Union gibt, dann werden wir darüber nachdenken, wie wir mit solchen Maßnahmen und Stellungnahmen umgehen werden. Anfang des Monats hatte Macron gesagt, der Islam befinde sich weltweit in einer Krise. Erdogan rief europäische Politiker auf den französischen Präsidenten einzuwirken, der den Hass gegen den Islam in Europa anführe, so der türkische Präsident. Erdogan empfahl seinem französischen Amtskollegen, seine psychische Gesundheit überprüfen zu lassen. An der Luxemburger Börse ist zum ersten Mal ein sogenannter Sozialbond aus dem EU-Sure-Programm gehandelt worden. Mit einem Volumen von 17 Milliarden Euro ausgestattet, ist Sure ein erster Schritt hin zur Finanzierung von Kurzarbeiterprogrammen und Hilfen für Selbstständige. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Sozialbonds sollen vor allem soziale Projekte finanziert werden. Und Sure hat zum Ziel, Angestellte vor einem Coronavirus-bedingten Jobverlust zu schützen. The bond is a social bond. Mit dieser Anleihe werde eine soziale Antwort auf dem Kapitalmarkt gegeben, sagte Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel. Es scheint, als funktioniere diese Strategie. Die Marktteilnehmer hätten geradezu mit Begeisterung reagiert, so der Chef der Luxemburger Börse, Robert Scharfe. Die Kauforder hätten insgesamt die gigantische Summe von 233 Milliarden Euro erreicht. Diese Summe bringe selbst einen Profi ins Schwitzen. Das Programm gehört zu einem Paket mit Hilfen von 540 Milliarden Euro, auf das sich die EU-Staaten kurz nach Beginn der Pandemie im Frühjahr geeinigt hatten. Für Sure nimmt die EU-Kommission mit Hilfe von Garantien der EU-Staaten Kredite am Finanzmarkt auf und reicht sie weiter. Günstig ist das für EU-Staaten, die, anders als etwa Deutschland, selbst am Finanzmarkt mehr Zinsen bezahlen müssten. Italien und Spanien sind bereits hoch verschuldet und zugleich mit am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Widerstand gegen die neuerlichen Alltagseinschränkungen in Italien. In mehreren Städten lieferten sich Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Die Behörden ordneten an, dass Lokale in den kommenden 4 Wochen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus täglich um 18 Uhr schließen müssen. Kinos, Theater und Sporteinrichtungen dürfen überhaupt nicht öffnen. Unter anderem in Turin gingen Vertreter des Gastgewerbes auf die Straße. Sie fürchten Schlimmstes. Wir müssen arbeiten und die Wirtschaft am Leben halten. Unsere Angestellten und unsere Familien, alle. Wir sind verzweifelt. Ich führe seit 8 Jahren ein Lokal und will nicht, dass es zugrunde geht.
Wir brauchen eine richtige Demonstration. Auch wenn Sie sagen, dass wir um 18 Uhr schließen sollen, musste ich schon um 4 dicht machen, denn es kam niemand mehr. Alle haben Angst. Landesweit wurden bei den Protesten in Italien 12 Menschen festgenommen. Es kam zu vereinzelten Plünderungen. Brennende Mülleimer, Barrikaden entlang der Straßen. So sieht es in Turin in dem Augenblick, in dem die Ausgangssperre in Kraft tritt, aus. Ein Teil der Demonstrationen gegen die neu verhängten Einschränkungen ist aus dem Ruder gelaufen. Auf der anderen Seite gab es einen friedlichen Protest der Gastwirte. Diese Branche steht aufgrund der neuen Beschränkungen vor großen Schwierigkeiten. Polizisten in der Stadt Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania haben einen 27-jährigen Schwarzen erschossen. Der Mann war nach Angaben der Behörden mit einem Messer bewaffnet und habe dieses trotz mehrfacher Aufforderungen nicht fallen lassen. Der Verdächtige habe sich auf die Polizisten zubewegt, woraufhin zwei Beamte mehrfach auf ihn gefeuert hätten. Die Polizei war wegen eines Berichts über einen Vorfall häuslicher Gewalt, der sich auf das spätere Opfer bezog, zu dem Ort im Westen Philadelphias gekommen. Ben Crump, ein Anwalt, der Opfer von Polizeigewalt vertritt, teilte auf Twitter mit, die Polizei feuerte über 10 Mal auf ihn, obwohl er mindestens 3 Meter von ihnen entfernt war. Nach dem Vorfall kam es zu Ausschreitungen. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt, es kam zu Festnahmen. Bewaffnete Bürgerwehren sind in vielen Teilen der Vereinigten Staaten Alltag. Die Fälle übermäßiger Polizeigewalt und folgende soziale Unruhen haben das nicht geändert. Im Gegenteil. Wir sind hier, um Grundbesitz zu beschützen. Darum haben uns Menschen gebeten. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit. Diese Menschen werden nicht im Auftrag der staatlichen Strafverfolgungsbehörden tätig, sondern aus eigenem Antrieb. Als in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin im Rahmen von Protesten gegen Polizeigewalt erheblicher Sachschaden entstand, machten die friedlichen Demonstranten dafür Krawallmacher verantwortlich, die mit der Bewegung nichts zu tun hätten. Warum? Warum? Die Menschen, die das gemacht haben, kommen nicht hier aus der Gegend. Die Menschen ringsherum sind gute Menschen. Wir kommen gut zurecht, schwarz, weiß, lateinamerikanisch, wir kommen gut zurecht. Bei dieser Bewegung geht es nicht um Gewalt. US-Präsident Donald Trump nannte die Krawallmacher Anarchisten und versprach Recht und Ordnung. Sein Widersacher Joe Biden warf ihm vor, Gewalt zu schüren. Die Unterstützung für Black Lives Matter ist seit dem Höhepunkt im Sommer gesunken, meint die Politikwissenschaftlerin Parusha. Eine Anhängerin von Präsident Trump findet, diese Entzweiung, Black Lives Matter, all das ist viel, viel größer und sehr, sehr angsteinflößend. Nach den Unruhen von Kenosha wurde Trump-Anhänger Kyle Rittenhouse festgenommen. Das 17-jährige Mitglied einer Bürgerwehr steht in Verdacht, während der Unruhen in Kenosha 2 Menschen erschossen zu haben. Es hätten jede Menge solcher Leute an dem Abend hier sein sollen, meint der Besitzer eines Ladens, der während der Proteste verwüstet wurde. Eine US-Bürgerwehr, die als rechtsextrem eingestuft wird, hat angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl Anfang November vor Wahllokalen Wache zu halten. Ehrlich gesagt, wann hört dieser Wahnsinn auf, fragt ein Mann in Kenosha. Laut Umfragen kann Joe Biden in Wisconsin bei der Wahl mit der Mehrheit rechnen. In mehreren polnischen Städten haben erneut Tausende gegen die Verschärfung des Abtreibungsverbots demonstriert. Es ist bereits der 5. Protesttag nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, dass auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig sind. Das bedeutet Krieg. Sie haben alle möglichen Grenzen überschritten. Wenn ich eines Tages beschließe, eine Familie zu gründen und meine Schwangerschaft in Gefahr ist, werde ich große Angst haben. Dann werde ich darüber nachdenken, Polen zu verlassen. Bisher galt eine Ausnahmeregelung vom Abtreibungsverbot für den Fall, dass das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist.
Nun haben die Verfassungsrichter aufgrund einer von konservativen Parlamentariern eingebrachten Beschwerde entschieden, dass diese Gesetzesregelung gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Leben verstößt.